Herzlich willkommen im Gesundheitsfernsehen. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Denn mein heutiger Gast ist vor rund 7 Jahren das letzte Mal bei uns im Fernsehen gewesen. Dazumals noch im Rollstuhl. Ja, und ihre Geschichte ist eine beeindruckende Reise voller Mut, Hoffnung, Durchhaltevermögen, aber auch Leid. Und wie es heute aussieht, bin ich schon ganz gespannt. Ich hoffe, Sie auch. Wir legen nach dem Intro direkt los. Bis gleich. Ja, willkommen zurück und herzlich willkommen, liebe Heike Günther. Schön, dass du wieder da bist. Vielen Dank für die Einladung. Mich freut es auch, wieder mit euch zu reden. Ja, gerne. Ja, da habe ich einen Anruf bekommen. Fabian, du müsstest wieder mal mit der Heike Günther sprechen. Bin dann auf die Suche gegangen, gesehen, vor 7 Jahren gab es da schon ein Interview mit dir. Da wurde deine Geschichte etwas näher beleuchtet. Da saßt du noch im Rollstuhl da. Gerne verlinke ich dann in der YouTube-Beschreibung auch die älteren Sendungen, damit man sich diese nochmals anschauen kann. Schon mal vorweg, sitzt du auf einem Stuhl oder bist du noch im Rollstuhl? Ich sitze auf einem Stuhl. Auf einem Stuhl und auch schon komplett ohne Gehhilfe unterwegs. Jawohl. Unglaublich schön. Und gerne steigen wir auch gerne in diese Geschichte ein. Ich glaube, das Ganze fing 2006 an. Okay. Ich hatte 2006 einen Skiunfall. Bei diesem Skiunfall zog ich mir einen Schienbeinbruch zu. Es war kein offener Bruch, es war ein ganz normaler Schienbeinbruch. Und ich hatte eine Weile auf der Piste gesessen, bis dann Hilfe kam und kam dann ins Krankenhaus. Und leider wurde ich von keiner Fachärztin im chirurgischen Bereich operiert, sondern ja, die machen halt mehr Blinddarmoperationen und so weiter. Und diese Ärztin kam während der Operation nicht richtig zurecht und hat noch während der Operation den Chefarzt angerufen. Und er hat gesagt, ich habe frei. Und hat ihr nicht geholfen. Und so hat die gute Frau 3,75 Stunden an meinen Beinen rumgedoktert. Oh ja. Was eigentlich eine Sache von einer halben, 3,75 Stunden gewesen wäre. Und das, die Blutlehre im Bein nicht unterbrochen. Und dadurch kam es zu Komplikationen. Nachdem ich aufgewacht bin, habe ich sofort gesagt, mit meinem Kuh stimmt was nicht. Mir sterben die Zehen ab. Und mir platzt das Bein, habe ich immer gesagt. Ja. Und ja, das ist ganz normal und auch am nächsten. Und die Ärztin hatte sogar Sitzwache angeordnet, die nicht stattgefunden hat. Warum, weiß ich nicht. Jedenfalls kam die Ärztin auch am nächsten Morgen zur Visite. Und dann hat sie gesagt, ja, Sie haben die ganze Nacht Schmerzen angegeben. Ich sage, ja, mit meinem Fuß stimmt irgendwas nicht. Ja, das ist normal nach so einer Operation. Man hat einfach mir stärkere Schmerzmittel aufgeschrieben. Ja, und dann wurde ich 3 Tage liegen gelassen, bis ich bewusstlos war, kam dann auf die Intensivstation. Und dann haben sie mich noch eine Nacht liegen lassen und erst am 4. Tag ist dann der Chefarzt mal gekommen und hat eben sich das Bein angeguckt. Und da musste eine Notoperation gemacht werden, weil das Bein, ja, wie vor dem Platzen war. Es war wahnsinnig dick. Es geht gleich weiter, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber wir möchten an dieser Stelle Ihnen einen ganz, ganz wichtigen Ausschnitt aus einer besonderen Sendung präsentieren. Geht nur ein paar Sekunden. Und wenn Sie sich genauso begeistert, diesen Ausschnitt, wie es mich begeistert hat, dann finden Sie in der Bezeichnung, in der Beschreibung auf YouTube unten den Link. Klicken Sie drauf und schauen sich die ganze Sendung an. Viel Spaß! Menschen, die Fragen stellen, waren nie gewünscht, in keiner Zeit. Was ich da geschreibe in dem Buch, ist praktisch wie ein Plan, wie man Menschen perfekt versklavt mental. Mhm. Unter Extremstress, dauerhaften Extremstress, schrumpft der Hippocampus. Also wenn mein Hippocampus schrumpft, schrumpft auch mein Ich. Wenn mein Ich schrumpft, ist es schwach. Wenn ich eine Gesellschaft dominieren will, dann muss meine Bestreben sein, genau diesen Teil des Gehirns lahmzulegen. Uns hat sich herausgestellt, ich habe dann dieses Compartment-Syndrom, das heißt, dass alle Zellen im Bein anschwellen, das ganze, alle Muskulatur und Nerven und so weiter werden richtig zusammengequetscht. Mhm. Und dann haben sie das Bein praktisch vom Knöchel unten bis fast hoch zum Knie geöffnet seitlich. Und ja, und dann haben sie natürlich gesehen, dass nach mir dran schon alles abgestorben war. Und so habe ich in 9 Operationen in 13 Wochen gehabt. Wow.
Nein, umgedreht. Verzeihung. 13 Operationen in 9 Wochen. Ja. So war's. Ich hatte die ersten 8 Tage 4 Operationen und dann hatte ich jede Woche eine Operation und das war, ja, es war die Hölle, sage ich mal, für mich. Ja, klar, verstehe ich. Ich weiß heute noch nicht, wie der Körper das verkraftet hat, diese vielen Narkosen und habe auch eine lange Zeit gebraucht, natürlich. Habe dann 10 Jahre, über eine Vierteljahre war ich im Krankenhaus, da wollten sie mir schon das Bein abnehmen. Dann habe ich gedacht, nein, möchte ich nicht. Und dann bin ich auch nach dem Vierteljahr auf Reha gekommen. Und ja, dann hat man mich auch nicht gerade sehr gut behandelt, muss ich sagen, so dass ich eigentlich auch weg wollte von der Reha. Mein psychischer Zustand war damals ja, auch am Boden. Ja. Endlich, wenn man nicht mehr schlafen kann, weil die Schmerzen einfach so groß sind. Das ganze Morphium über die 10 Jahre hat nicht geholfen. Ich habe dann war auch in psychologischer Behandlung. Ja, ich habe dann irgendeinen Weg versucht, selber zu finden, wieder da rauszukommen, was nicht funktioniert hat. Dadurch, dass ich körperlich auch so schwach war, dass mein Immunsystem ganz unten war. Jedes Mal, wenn ich die Nase aus dem Fenster gesteckt habe, um einfach mal frische Luft zu kriegen, habe ich eine Lungenentzündung gehabt. Ui. Ich habe Krebs bekommen durch diesen Dauerstress. Ja, nicht zu schlafen, das ist einfach ein Dauerstress und Krebs kommt nur vom Stress. Und dann habe ich, dann ist mein Mann auf Messe gefahren und der hat dann eben durch Zufall einen Hotelier kennengelernt, mit dem er sich dort unterhalten hat auf der Messe. Und dann hat er so ein bisschen erzählt, dass ich viele Probleme habe. Und dann hat wieder Hotelier aus Österreich, hat dann uns eingeladen und hat gesagt, da habe ich vielleicht was für deine Frau. Kommt doch mal vorbei und schaut es euch mal an. Und daraufhin sind wir dann, ein paar Wochen später, sind wir nach Österreich gefahren. Und haben dann ein Wochenende dort verbracht und am Tag der Abreise haben wir dann dieses Studio aufgesucht, was er hatte, und zwar ein Atemstudio, ja, eine Atemlounge. Und dort waren 3 Sessel oder 4 und Atemgeräte und wir haben uns dann hingesetzt und haben, er hat gesagt, ich sag euch gar nichts, sitzt einfach hin, atmet und dann hinterher können wir ja noch sprechen. So, und dann haben wir geatmet. Und ich hatte ja das Problem, dass ich immer zu unter Spannung stand. Und da habe ich eben schon gemerkt, dass mein Körper ruhig geworden ist. Ja, nur bei diesem ersten Atmen. Und nach dem Atmen hat er uns eine Tasche voll Informationsmaterial gegeben. Und wir sind dann auch, nach einer halben Stunde sind wir dann auch nach Hause gefahren. Und als wir zu Hause angekommen sind, war ich ganz erstaunt, dass wir zwischendurch mich anhalten mussten, weil ich konnte normalerweise nur 20 Minuten höchstens Auto fahren, weil mir immer schlecht geworden ist. Und wir mussten anhalten, mussten Pause machen und da sind wir auf einmal in einem durchgefahren, von Österreich bis nach Nürnberg. Und dann habe ich gedacht, das gibt's nicht. Ne? Das kann jetzt nicht an dem Atem liegen. Ich bin ja auch ein skeptischer Mensch, aber ich probiere auch alles aus. Und dann habe ich mir natürlich dann gleich diese Informationen durchgelesen, habe mir dann bei Energy die wissenschaftlichen Bücher gekauft, habe die mir durchgelesen und dann habe ich gesagt, das muss was sein, was hilft. Und dann haben wir uns so ein Gerät gekauft. Und ich habe an dem Tag, wo ich dieses Gerät bekommen habe und das erste Mal benutzt habe, von diesem Tag an habe ich alle Tabletten weggelassen. Ich habe 2 Jahre einen schweren Entzug gemacht. Wow. Ganz letztendlich, ohne Arzt, ohne alles. Ja, also wenn man 10 Jahre Morphium nimmt, weiß man, was das bedeutet. Ich kann jeden Junkie verstehen, der es nicht schafft oder der rückfällig wird. Ja. Aber ich wollte einfach gesund werden und ich habe gesagt, ich muss das jetzt durchziehen. Und es war ein Wellentrip. Der ganze Entzug hat 5 Jahre gedauert, bis das wirklich raus war aus dem Körper alles. Und ja, und ich habe es geschafft, habe jeden Tag 2-mal geatmet und so langsam nach und nach konnte ich dann mal 2 Stunden schlafen, dann 3 Stunden schlafen. Und so nach ein paar Monaten ging es dann auch 5 Stunden. Und ein weiteres gutes Zeichen war, dass ich auch von den Schmerzen besser geworden ist. Ja, es war natürlich ein längerer Prozess, weil wenn man Nervenschmerzen hat und jeder, der das Bein amputiert hat, weiß das. Ich habe nach wie vor Phantomschmerzen. Das habe ich nach wie vor.
Aber es ist jetzt in einem Maße, wo man es aushalten kann und es ist natürlich nicht mehr so. Ja. Ja, und dann bin ich wieder zum Leben zurückgekommen, muss ich sagen, durch Energy. Ja, ohne dieses Gerät hätte ich es mit Sicherheit nicht geschafft. Weil meine Kraft war nach 10 Jahren einfach am Ende, ja. Ja, dass ich noch kämpfen konnte. Und deswegen mussten wir irgendwas finden, weil ich wollte einfach irgendwann nicht mehr. Und durch Energy bin ich dann wieder ins Leben zurückgekommen. Ja. Was für eine schöne Geschichte. Also wirklich mega inspirierend, aber auch wirklich sehr traurig, dass eigentlich durch so einen, ich sage jetzt mal oder behaupte mal, normalen Bruch, was eigentlich so schnell erledigt sein kann, sowas ausgelöst wurde, kann ich mir kaum vorstellen, dass das heute noch passieren kann. Leider, ja. Ja, jetzt hattet ihr das Glück und seid auf so eine Technologie gestoßen. Aber hier mal die Frage, was war dein Antrieb zu sagen, doch, ich probiere das jetzt aus, ich will gesund werden. Wo kam diese Kraft nochmals her nach so 10 Jahren mit Schmerz und Leid zu Hause? Für mich gab es nur 2 Optionen. Entweder der 4. Versuch klappt oder wir finden etwas, was mir hilft, weil ich konnte die Schmerzen einfach nicht mehr. Ja. Und 10 Jahre nur 1 Stunde schlafen. Das zehrt einfach. Na, ich glaube, das kann sich niemand vorstellen, wie schlimm das ist. 24 Stunden Schmerzen, trotz Morphium, trotz Psychopharmaka und allem, was man hatte. Die Schmerzen waren einfach da und die gingen einfach nicht weg. Ja, ich war ja auch in der psychosomatischen Klinik und bei anderen Ärzten gewesen, die versucht haben, da mit Schmerzpflaster, was ganz frisch aus Amerika gekommen ist. Solche Sachen, das habe ich alles ausprobiert. Ja. Das hat alles nichts geholfen. Es war einfach zu stark alles. Und und wie gesagt, Anunchi hat mir das Leben gerettet, sag ich mal. So schön. Ja, jetzt hast du ein paar Mal Energy erwähnt. Ich kenne das noch nicht. Du hast erzählt, dass man hier atmet. Kannst du uns da ein bisschen ein größeres Bild noch geben von diesem Gerät oder Technologie? Richtig. Also man hat eine Technologie entwickelt, wo man herausgefunden hat, wie man aus dem Sauerstoff die Energie herauszieht. Ja, und unser Körper arbeitet mit Energie. Mhm. Und wenn die Energie nicht mehr da ist, in jeder einzelnen Zelle, ist der Körper krank. Ja, oder wird krank. Ja, in dem Moment, wo irgendwo diese Energie fehlt, entstehen Krankheiten. Und bei dieser Technologie ist es so, dass man diese Photonenenergie, die mit Hilfe von Wellenlängen produziert wird, an Wassermoleküle bindet. Und diese Photonenenergie atmet man über eine Nasenbrille ein. Und in dem Moment, wo diese Photonenenergie die Nasenschleimhäute berührt, fängt sofort unser vegetatives Nervensystem an zu arbeiten. Ja, unser vegetatives Nervensystem steuert unsere Organe, unsere Systeme. Mhm. Und in dem Moment, wo man die Photonenenergie einatmet, fängt unser Körper an zu regulieren und transportiert eben diese Energie auch in die Zellen, wo sie fehlt. Ja, eigentlich in alle Zellen. Ja, was noch gut ist, es entsteht ein energetisches Wasser, was man anschließend auch trinken kann. So geht diese Energie natürlich auch über Magen, Darm in den Körper. Ja. Und dann gibt es noch einen sogenannten Stream, den man aufsetzen kann. Da geht die Energie, wird über die Haut aufgenommen. Ja, diese Energie oder diese Technik mit dem Stream wird zum Beispiel in der Tierpflege angewendet oder bei Tierkrankheiten. Und ja, sind also wirklich mehrere Möglichkeiten, was man mit Photonenenergie alles machen kann. Und dieses Energy-Gerät ist einfach für die Gesundheit. Es ist ein Jungbrunnen, ja. Man kann ja da auch eine Messung machen, wenn man dieses Gerät benutzt, was ich ja auch mit anderen Leuten mache. Und da sieht man einfach, dass das biologische Alter ganz anders ist, wie das wirkliche Alter. Das ist wirklich ein Jungbrunnen. Wow. Ja, also es klingt für mich sehr einleuchtend, dass wenn man dem Körper die Energie gibt, die er braucht, somit auch die Selbstheilungskräfte auch wirklich funktionieren können, damit der Körper überhaupt regenerieren kann. Wie soll er sich
regenerieren ohne Energie, dann bleibt er vielleicht eher im Überlebensmodus, mal so gesagt. Ja, wenn jetzt jemand da draußen ist und gerade zuhört, zuschaut und findet, ja, es klingt eigentlich ziemlich spannend, diese Geschichte, aber leuchtet auch ein, dem Körper Energie zu geben, wo kann sich diese Person noch mehr informieren, wenn man jetzt Interesse daran hätte, das auch mal zu testen? Auf jeden Fall auf der Internetseite von Energy unter www.energy.com. Mhm. Energy, also R wie Luft mit AI, genau, .com kann man sich wirklich ganz, ganz viel Informationen holen über die Geräte, über Standorte, wo es solche Diese Lufttankstellen, oder wie hießen die? Ja, wo solche Energy-Lounges oder welche, es gibt viele Heilpraktiker, die zum Beispiel diese Geräte vertreiben. Da kann man sich informieren, dann, wo man sich das auch kaufen kann. Also bei Energy kann man sich kaufen oder eben bei Vertretern. Es gibt ja da ganz viele, die auch unterwegs sind und die Leute aufklären über diese Geräte, über diese Technologie. So habe ich es ja auch dann gemacht später. Und also alle Informationen, auch Leute, die beschreiben, was sie mit für Erfahrungsberichte kann man auf dieser Seite auch lesen. Es ist ja für alle Krankheiten. Es ist ja nicht für jetzt speziell in meinem Fall, sondern ganz viele COPD-Patienten zum Beispiel. Ja, mhm. COPD ist ja wirklich ein großes Thema, wo wirklich sehr, sehr viele Menschen daran erkrankt sind. Und ob das COPD ist, Makuladegeneration oder ADHS zum Beispiel. Eigentlich, es gibt nichts, wofür es eigentlich nicht gut ist. Sogar für das Anti-Aging. Ja? Diesen Jungbrunnen. Viele wollen ja einfach nur jung bleiben. Ja? Yeah. Selbst dafür ist dieses Gerät optimal, weil der Körper immer in einem optimalen Zustand behalten wird. Ja, und nebst jung bleiben, am besten auch noch gesund bleiben. Und deshalb leite ich daraus auch aus, dass man da sicher auch viel präventiv machen kann, bevor was kommen kann, dass der Körper einfach immer genug Energie hat, oder? Richtig. Wenn etwas entsteht und der Körper Symptome zeigt, geht man ja oft drüber hinweg. Ja, unsere Gesellschaft ist einfach so, man muss arbeiten, man muss Geld verdienen, man hat Familie und so weiter, die man versorgen muss. Und da sagt man schnell mal, das geht schon wieder weg. Mhm. Ja, und genau das ist eigentlich das Problem. Wenn ich da nicht ansetze und mich auf meinen Körper höre, der mir schon ein Signal gibt, hey, stopp, du musst langsamer tun, du musst was für dich tun. Ja, dann übergehe ich das und dann wird es schlimmer. Und dann sagt es ist wie bei Fieber. Ja, Fieber ist ja eigentlich keine Krankheit. Fieber ist ein Körpersymptom. Und der Körper sagt, hier, ich treibe die Temperatur hoch, damit du dich hinlegst. Und wenn der sagt, ach, das ist nur 38,5 oder so, das geht schon noch, dann sagt der Körper, okay, dann reibe ich dich auf 40 Fieber hoch, dann legst du dich freiwillig hin. Ja. Und das sind solche Sachen, wo man einfach nicht machen sollte. Man sollte wirklich auf seinen Körper hören, weil was nützt mir das ganze Geld, wenn ich krank bin? Das ist so, ja. Das Wichtigste ist die Gesundheit. Und ich kann mir keine Gesundheit im Laden kaufen. Ja. Ich habe es über viele Jahre erfahren. Es nützt nichts. Mhm. Wenn die Gesundheit nicht da ist, bringt mir alles andere auch nichts. Ja. Und deswegen ist es immer wichtig, auf seinen Körper zu hören. Und da kann man das eben wirklich vorbeugend schon nutzen, dass der Körper immer fit und agil bleibt. Ja, also wenn man schon so eine Reise durchgemacht hat, wie du es gemacht hast, da weiß man wirklich, was zählt im Leben. Das ist wirklich die Gesundheit. Das ist richtig. Es gibt nichts Wichtigeres wie Gesundheit. Ja. Du hast ja die gestresste Gesellschaft noch etwas angesprochen, wie die wie keine Zeit haben, krank zu werden. Und ich würde sogar behaupten, man kann effizienter bleiben, wenn ich jetzt da noch die gestressten Personen ansprechen möchte, wenn man wirklich auf den Körper hört, wie du gesagt hast. Und direkt anhand dieser Technologie auch schaut, dass man gar nicht erst krank wird, weil die Krankheit frisst ja Zeit. Ganz genau so ist es. Ja. Richtig. Richtig. Ja. Ja, vielen Dank für deine ganze Geschichte, dass du dir hier wirklich auch persönliche Sachen erzählt hast. Ich glaube, da
können wir viele Leute dafür begeistern, sich auch mal mit diesem Thema noch auseinanderzusetzen. Ja. Ja, und heute hast du ja gesagt, bist du komplett ohne Gehhilfe unterwegs. Ich sehe auch, du bist schön braun gebrannt, du strahlst. Ja, da hat sich vieles, vieles verändert. Das freut mich mega zu sehen, aber auch zu hören. Ja, es hat sich sehr viel verändert. Ich habe immer noch das Problem mit dem Fuß bei Kälte. Ja. So, wenn die Temperaturen unter 10 Grad fallen, kriege ich einfach wieder Schmerzen. Und man muss sich das so vorstellen, wenn ich meine Hand ins Gefrierfach lege, ja, dann kommt dieser so ein starker Schmerz. Ah. Und deswegen haben wir uns entschieden, nach Italien zu ziehen, mhm, Richtung Süden, wo es eigentlich immer warm ist. Wir haben hier Gott sei Dank keinen Winter. Yes. Also bleiben mir diese Schmerzen schon mal erspart. Ja, und wir haben einfach immer Sonne und deswegen hat sich das für uns wirklich gelohnt, hierher zu ziehen, mhm, und dann noch besser. Ja. Ist auch schön fürs Gemüt, oder? Auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja. Wir leben hier auf unserem Berg. Ja, schön. Ja, und was machst du heute? Was sind noch so deine Pläne und deine Visionen? Wo geht's noch hin mit dir? Ja, also ich habe ja, als wir noch in Deutschland waren, auch ein Energy-Studio gehabt. Ja. Und habe dort auch viel mit Menschen gearbeitet, die wirklich sehr, sehr krank waren. Ja, und die bis heute noch begeistert sind. Ich habe bis heute noch Kontakt zu den Personen und zu vielen, nicht zu allen, aber zu vielen Personen, die den Kontakt auch weiter wollten. Und ich freue mich immer dran, wenn die mir einfach Nachrichten schicken mit ihren Werten und wie sich das alles verbessert hat. Ja. Ja. Also es war wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die ich da in diesem Energy Studio machen konnte. Und heute machen wir das halt hier in Italien. Ja, ich bin ein Mensch, der allen Menschen helfen möchte. Und so wollen wir einfach noch auch in Italien Leute dazu kriegen, denen es nicht so gut geht, um die einfach wieder auf die Füße zu bekommen. Ja, dann versuchen wir jetzt hier unser Glück. Ne? Das finde ich sehr, sehr schön von dir. Ich stelle mir gerade so ein Bild vor, du bist eine Reise gegangen durch eine lange Wendeltreppe. Manchmal musstest du stehen bleiben und zu atmen, um dann weiter hochzulaufen. Und jetzt, wo du es geschafft hast, oben das Ziel zu erreichen, zeigst du den weiteren Menschen, die auch Hilfe benötigen, den Lift, damit sie diese Reise nicht gehen müssen, sondern direkt hochgehen können. Und da möchte ich ein großes Dank und auch ein Lob aussprechen an dich, dass du da wirklich auch diesen Lift aufzeigst und weiter Gutes verbreitest. Vielen Dank. Ja. Gerne. Ja. Es ist mein Lebensmotto schon immer gewesen, wenn es meinem Gegenüber gut geht, geht es mir gut. Ja, ja, schön. Ja, das sollten wir alle wieder mehr erleben und auch, ja, verinnerlichen. Ja. Ja, ich bin gespannt, wo die Reise überall noch so hingeht. Ich hoffe, wir kommen auch wieder mal in Kontakt, dass wir da vielleicht nicht erst in 7 Jahren uns wiedersehen, sondern vielleicht noch etwas früher. Und vielleicht hat sich da ja wieder was getan. Gerne. Ich melde mich gerne wieder bei dir, liebe Heike. Jawohl, ich auch. Dankeschön. Ich danke auch. Alles Gute auf deinem weiteren Weg und hoffentlich bis bald. Jawohl, dankeschön. Danke auch. Ich auch. Alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, immer wieder eindrucksvoll, was es für Geschichten und Leidenswege auch gibt. Ja, und umso schöner auch mal eine Lösung zu hören für so viele Probleme. Und ja, ich hoffe, wir konnten Ihnen da auch wieder ein neues Thema aufbringen, mit dem Sie sich auch auseinandersetzen dürfen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, allerbeste Gesundheit und auf Wiedersehen miteinander. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch hier auf Wikisana, alle Sendungen für Sie zusammengestellt, werbefrei. Und hier unten haben wir den Button zu YouTube, unserem Kanal. Bitte abonnieren Sie auch den. Und hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an interessanten Sendungen. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.